Moin Freunde, heute mal ganz krass, natürlich nicht Brandenburg, das hier ist Berlin-Tegel vom Flughafen. Ich habe ja selber Flugangst, aber ich bin davon fasziniert. Und wir lernen heute mal was kennen. Den Luftverkehrskaufmann kann man nämlich auch alles lernen. Und den wir heute kennenlernen werden, IHK-Azubi-Botschafter Alex. Er ist Luftverkehrskaufmann, beziehungsweise steckt noch in der Ausbildung. Und sozusagen der Sitz des Arbeitgebers ist auch so ein bisschen in Schönefeld. Also auch noch mit Arbeitsagentur bis zur Cottbus. Ich habe richtig Bock, das wird ein richtig spannendes Feld. Mein Gott, ist das windig hier. Freunde, bis gleich. Und da ist er, Alex. Hi. Hi. Du bist hier Luftverkehrskaufmann. Ja, ich stecke gerade in der Ausbildung dazu. Wie kamst du dazu? Der Blick spricht schon fast für sich. Mega. Flugzeuge waren schon immer mein Rieseninteresse und das ganze Konstrukt mal so ein bisschen kennenzulernen. Finde ich super interessant und da wollte ich dich heute mal mitnehmen und dir mal zeigen, was wir hier so alles machen. Du bist wie alt? Ich bin 20 geworden im November. Du bist auch IHK Azubi-Botschafter, ja? Genau. Ich wusste schon immer, in welche Richtung es bei mir gehen sollte. Flugzeuge waren immer meine große Leidenschaft. Wenn man so ein Interesse hat, dann will man das auch weiter in die Welt tragen. Ja. Gehen wir mal kurz rein und quatschen mal ein bisschen. Machen wir. So, Alex, Luftverkehrskaufmann in Tegel, Schönefeld auch, glaube ich, ne? Genau, beide Flughäfen. Kannst du grob mal beschreiben, was dieser Beruf beinhaltet? Das ist ein sehr vielfältiger Beruf. Also der kaufmännische Teil ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil der Ausbildung. Gerade das, was die Ausbildung ausmacht, ist eben auch der operative Einsatz. Draußen bei den Fliegern sein, unten im Terminal mit den Menschen sein. Was ist so die Faszination, die dich da begeistert? Ich beschreibe es immer ganz gerne als Motor, das Ganze. Dass alles funktioniert, da müssen alle oder sehr viele verschiedene Zahnräder ineinander greifen. Und in der Ausbildung lernt man eben alle diese Zahnräder kennen. Man guckt hinter die ganzen Kulissen und weiß, wie viele Prozesse hinter wirklich einem Passagier, der ins Flugzeug steigt und wegfliegt, stecken. Und das, ja, das ist einfach spannend. Was checken wir als erstes ab? Wir werden jetzt aufs Vorfeld gehen. Geil. Und dann werden wir dir mal zeigen, wie so eine Flugzeugabfertigung abläuft. What? Cool, ich habe auf jeden Fall schon meine richtige Liste. Genau, das ist sehr wichtig. Safety first ist in der Fliegerei immer eine riesengroße Sache. Na, legen wir los. Dann legen wir los. Freunde, bis gleich. Das hier ist so ein Follow-Me-Wagen. Den sieht man ja immer so übers Rollfeld jagen. So, Alex. Jetzt sitzen wir in dem Follow-Me-Wagen. Jetzt sitzen wir am Follow-Me. Was kann denn dieser Follow-Me-Wagen eigentlich? Der Follow-Me ist die Polizei des Flughafens, was das Einhalten der Verkehrsregeln hier am Flughafen angeht. Und das Kontrollorgan hier am Flughafen, das sind die Follow-Mes. Vorfahrtsregeln hier am Flughafen sind ein bisschen anders. Flugzeuge haben immer Vorrang, selbst vor Fahrzeugen mit Blaulicht. Das ist eigentlich mehr oder weniger, dass man Streife fährt. Hier siehst du den Regierungsflieger. Ah, da kommt der Regierungsflieger. Unsere deutsche Air Force One, wenn du so willst. Können wir den verfolgen? Unser Bundespräsident. Also vielleicht seht ihr uns gerade irgendwo. Ich denke mal. Freunde, wir steigen jetzt mal aus hier auf dem Flugfeld. What the fuck? Alter! Schön nah dran hier an den Fliegern. Mega krass. Unser Bundespräsident hebt ab. Er hebt ab. Nichts hält mich am Boden. Gute Reise. Herzlichen Dank. Setz dich irgendwo hin und bist doch irgendwo fasziniert und guckst dir das einfach mal eine Stunde an. Jede freie Minute. Wirklich, ja? Ja. Wir haben aber schon gesehen, also ihr habt auch so überall hier so Markierungen. Das sind ja alles genau. So auch Wege, die ihr beachten müsst. Ja, also du siehst die rote Linie hier. Praktisch in dem Bereich dürfen wir uns hier bewegen. Okay. Hinter der Linie ist es praktisch das Hoheitsgebiet des Towers. Wir müssen jetzt halt gucken, dass keiner der Flieger, an denen wir vorbeifahren, dieses rote Blinklicht anhat, beziehungsweise gerade diesen Pushback macht, wo der nach hinten gedrückt wird. Ach, genau. Okay. Da sehen wir jetzt zum Beispiel so einen Pushback-Vorgang. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht hinten in den Abgasstrahl reinkommt. Haben wir ja gerade eben schon mitbekommen, das ist recht windig. Da gibt es von, ich glaube, Top Gear war es, eine ganz gute Doku, wie so ein Auto auch mal schön weggepustet werden kann. Dann fliegt es echt weg wie so ein Spielzeugwagen. Das sind jetzt die ganz berühmten symbolischen Stäbchen, die man aus dem einen oder anderen Video bestimmt schon kennt. Genau. Also erstmal zeigst du dem Flieger an, wo er hin soll. Erst nimmst du den rechten Arm und winkst damit, dass er sieht, dass er gemeint ist. Zeigst ihm dann mit beiden Armen die Position an, wie er stehen soll. Dann holst die Arme nach außen und lass aus dem Ellbogen so. Okay, das heißt dann das was? Das heißt gerade ausrollen. Und wenn du willst, dass er eine Kurve rollt, wenn ich jetzt hier komme und du willst, dass ich so komme, ja. Dann streckst du den Arm aus und machst mit dem weiter. Ah. Und dann sehe ich, dass meine Nase praktisch, du willst meine Nase nach da schieben, so merkst du mir, ist meine Eselsbrücke und dann dreht er die Kurve. Und auch bei dann ihm steht, dann mit beiden. Ah. Wenn er an die Haltelinie kommt irgendwann, dann streckst du die Arme ganz aus und gehst dann so über dem Kopf zu dem Kreuz zusammen.
Also, dein Flieger kündigt sich an? Genau, der ist jetzt noch etwa 20 Meilen draußen. Okay. Und das hier ist unsere Parkposition, wo der Flieger hinkommt. Genau. Die werden wir jetzt mal kontrollieren, ob da irgendwelche Gegenstände rumliegen, die da nicht hingehören. Hier zum Beispiel, das ist so ein Gegenstand, der schon, wenn er durchs Triebwerk ginge, gefährlich werden könnte für Leute, die dahinter stehen. Siehst du, hier haben wir sowas gefunden. Wow, was hast du? Junge, Junge. Hey, guck mal hier. Ja, perfekt, genau. Das ist so ein Teil, was wir auf jeden Fall auch mitnehmen sollten. Top. Guter Augen. Prüfung bestanden. Warte jetzt, bis der Pilot mich auch ganz klar sehen kann. Das heißt, nach etwa 20 Meter. Jetzt zeige ich ihm an, dass er hier hinkommt. Ganz klar das Linke, wie er stehen soll. Jetzt planiere ich das los. Also mal ganz kurz mal zusammengefasst, was passiert? Strom wird angelegt, Treppe für die Passagiere. Erstmal kommt der Flieger an, dann werden die Chocks gesetzt. Das sind diese Gummilatten. Wir können ja mal rangehen. Ja, oh, krass, Alter. Freunde! Die sind dafür da, dass der Flieger nicht wegrollen kann. Genau. Auch wenn die Bremse nicht gesetzt ist. Zu der Abfertigung von so einem Passagierflugzeug gehören natürlich auch Passagiere. Und damit die Crew weiß, wer an Bord ist, werden beim Check-in und beim Boarding Listen ausgedruckt, ja, auf denen die tatsächlichen Passagiere, die auch da sind, weil es gibt immer Leute, die nicht mitfliegen, raus sind. Deswegen werden wir jetzt mal rübergehen zum Terminal und diese Liste abholen. Okay. Und die kriegt dann die Crew gleich. Alles klar, komm ich mit. Cool, cool, cool. Und du siehst, das Ganze passiert, obwohl die Passagiere noch aussteigen. Ja. Das ist also alles ein fließender Übergang. Zeitdruck ist ein großer Faktor bei der ganzen Sache. Boah, hier. Ganz schön laut, wa? Alter! Alter, ich bin hier unter dem Flieger. Ah, hier. Ah, was ist das alles? Kein Gepäck drin. Okay, aber das ist dann wer Gepäck drin, hätten wir ein Problem. Okay, alles klar. Hautnah dran heute hier bei so einem Ding. Richtig spannend auf jeden Fall. Mega. Wir ziehen jetzt weiter. Machen wir. Verabschiedung. Ciao. Tschüss. Das war doch was, das oder? War auf jeden Fall richtig cool. Krass. Aber ist nicht alles von deiner Ausbildung. Das genau. Heißt, der kaufmännische Teil der Ausbildung findet in Schönefeld statt oder am BER. Da würde ich dich jetzt einfach mal mit hinnehmen. Ab ins Büro. So. Da sind wir wieder. Im Fahrstuhl angekommen. War jetzt mal ein bisschen kuschelig in die Büroräume. Let's go. Ach, schön, schön. Frisch umgezogen. Wir sind jetzt hier am BER und fahren jetzt hoch zum Derek in meine Abteilung, wo ich gerade arbeite. Geil. Freunde, auf. Gute Fahrt. Hallo, Mr. Magura. Hallo, Mr. Bitte was? Komm rein. Hi, ich bin Benny. Eine mega Sicht hier. Ja. Also, irgendwann ist ja auch mal Flugbetrieb dann, ne? Glaubt ihr alle dran? Selbstverständlich. Sehr schön. Ist er ein guter aus Azubi? Der ist einer unserer Besten. Nee, der Alex ist ein ganz toller. Macht ja ganz viel Arbeit, unterstützt uns ganz toll. Ja. Ist ein guter. Aber krass, wie viel Logistik ja auch dahinter steckt, oder? Ja, von außen sieht man das nicht, aber es ist wirklich ganz, ganz viel da, was wir hier stemmen. Aktuell mache ich die Einsatzplanung für die Terminal Manager an unseren beiden Flughäfen in Tegel und in Schönefeld. Finde ich persönlich ganz cool, weil wir hier schon eine relativ große Verantwortung an die Hand bekommen, sehr viel selber organisieren können und sehr viel eigenständig arbeiten können. Das ist auch gerade das, was mir an der Ausbildung so super gefällt. Die ist so facettenreich und wir sind wirklich alle paar Monate, wenn nicht sogar Wochen, in einer anderen Abteilung. Luftverkehrskaufmann, da steckt wieder das Kaufmann drin. Das heißt, irgendwie mathematisch ist ja auch noch ein bisschen was zu rechnen irgendwo. Ja, klar. Eine kaufmännische Seite hat das Ganze auch. Es ist viel logisches Denken, mehr als Rechnen. Also man kommt eigentlich mit den Grundrechenarten, die man irgendwann einmal gelernt hat, aus.
Wir haben gerade den Ausbilder kennengelernt, ist ja auch ein super cooler Typ. Ist Stimmung im Team auch bei euch großartig? Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein echt wichtiger Teil. Ja. Und das macht das Arbeiten auch um einiges, na, leichter würde ich es nicht sagen, aber es macht auf jeden Fall um einiges mehr Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man auch lachen kann. Hat schon mal jemand Ihnen gesagt, dass Sie aussehen wie Ex-Präsident Barack Obama? Nein, aber der Barack hat sich bei mir gemeldet und wollte fragen, ob ich ihm unterstützen könnte, weil ich besser aussehe. Selbstverständlich. You know it's true. So, jetzt geht's wohin? Jetzt geht's nochmal rüber an den Flughafen. Yeah. Jetzt sehen wir keine Flugzeuge, sondern jetzt sehen wir haufenweise verrückte Leute. Das wird cool. Ja, ich freue mich. Jo. Freunde, bis gleich. Es geht nach Tegel. So, Freunde, angekommen beim Check-in. Und zwar hier seht ihr schon, Eurowings Gepäckaufgabe. Da ist schon wieder ein neues Hemd an. Neu in Schale geschmissen. Das ist auch ein Aufgabenbereich, den wir haben, der sehr interessant ist, weil man hier eben sehr viel mit Menschen zusammenarbeitet. Ja. Nächster bitte. Hallo. Ich würde gerne nach Köln. Jawohl, würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir Sie filmen heute? Nein. Dann brauche ich einmal den Ausweis, bitte. Ich gebe den Namen im System ein und der sagt mir dann in der Regel, auf welchem Flug der Herr gebucht ist. Haben Sie Gepäck dabei? Ja. Kein Gepäck dabei, das heißt, wir müssen jetzt hier nicht groß hantieren, indem wir irgendwas losschicken. Und dann druckt er hier die Bordkarte aus. Ich müsste Sie trotzdem noch einmal bitten, das Handgepäck auf die Waage zu stellen. 8 Kilo wären erlaubt, das ist definitiv unterschritten, das passt. Das heißt, er kriegt jetzt von uns hier so einen Zettel ran, dass das für die Kabine geeignet ist. Ja. Dann ist ganz wichtig, dass wir nochmal abgleichen, dass der Name auch wirklich mit dem auf dem Ticket übereinstimmt. Ja. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dem Herrn einen guten Flug zu wünschen. Dankeschön. Ja, das wünsche ich auch. Er hebt ab. Was hier wirklich hier sehr interessant ist, ist der Umgang mit den Menschen. Teilweise sehr gestressten Menschen, teilweise sauren Menschen, die ihre Flüge verpasst haben. Und da muss man halt immer kompetent rüberkommen und den Leuten dann möglichst helfen können. Beziehungsweise, wenn man nicht helfen kann, die Person nicht reizen. Und das sind so Social Skills, die man halt in der Ausbildung lernt. Da haben wir auch Schulungen, aber dann tatsächlich auch praktische Einsätze haben, wo wir das anwenden können und noch verfeinern können. Was auf jeden Fall dazugehört, ist Sprachenkenntnis. Ne? Also hier kommt ja wirklich jede Nationalität. Jawohl, das stimmt. In der Regel reicht Englisch. Wenn man noch eine mehr kann, kann das nur von Vorteil sein, aber als Mindestkriterium ist Englisch ausreichend. Freunde, was für ein Tag. Viele, viele spannende Einblicke. Luftverkehrskaufmann, wem empfiehlst du das, wer wirklich so ein bisschen Faszination hat, nehme ich an. Lösungsorientiert arbeiten, das sollte schon so eine Sache sein. Wer gerne Probleme löst, wer gerne Puzzle löst, sage ich mal, der ist in dem Job auf jeden Fall gut aufgehoben. Angst vor verrückten Leuten sollte man auch nicht haben. Nee. Und wenn man dann noch ein bisschen Englischkenntnisse und Faszination zu Flugzeugen mitbringt. Geil. Wer dafür wirklich brennt, der hat auf jeden Fall, denke ich mal, gute Chancen, so wie Alex. Alle Infos dazu auf unserer Website. FBB ist der Arbeitgeber. Genau. Hier in Schönefeld, Tegel, Schönefeld. Und später dann hier. Genau. Das ist der Arbeitgeber der Zukunft hoffentlich. Alex. Benny. Vielen, vielen Dank. Hau rein. Das ist es, der BER. Da gibt es dann später noch mehr Luftverkehrskaufmänner, Stellen, die frei werden. Wenn ihr wirklich Interesse habt, ins Internet gehen, überall mal ein bisschen gucken, sowieso immer einen guten Arbeitgeber suchen. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt. Folgt mir ruhig noch auf Instagram, findet eure Leidenschaft, so wie Alex, und habt einfach eine geile Zeit.